Oh, wir schaffen so weg, ey. Ja, Wahnsinn. Und diese Woche sind mal wieder aller guten Dinge drei und es geht auch gleich weiter mit Mego-Figuren. Wie sagtest du, Captain, mein Captain? Captain, mein Captain, Captain Picard. Captain der Jean-Luc beste Picard. Captain. Mego. Ja. So, dann haben wir Schweigen der Lämmer, Hannibal Lecter. Wer jetzt sagt, okay, die Gesichter sind nicht hundertprozentig wie die Schauspieler, das sind Mego-Figuren, die sollen so sein. Genau. Die sollen so sein wie die alten sein. Figuren ja. damals in den 70er Jahren. Genau. Und bei dem hier kommt es auch nicht drauf an, Scary Stories to Tell in the Dark, Horrorserie, die ihr glaube ich auf Netflix streamen könnt. Das ist irgend so eine, das ist so eine Vogelscheuche. Vogelscheuche. Dann The Man. Der sieht aber sehr nah dran aus, finde ich. Ja, manche sehen sehr dicht dran aus und manche nicht so. Ja. Aber halt dieser ganze Style, auch der ganze Klamottenstyle, das ist halt so oldschool gemacht, ne? Ja, wer es mag. So, ne? Dann Dr. Jekyll und Mr. Hyde, das ist halt jetzt natürlich eine Fantasy-Figur, da kann man nicht sagen, ist dicht dran oder nicht, weil da gibt es x Verfilmungen. Wusstest du, dass Jekyll und Hyde das Stück rauskam, kurz bevor Jack the Ripper losgelegt hat? Nein, ernsthaft? Viele haben den ersten Schauspieler, der das gespielt hat, damals verdächtigt, Jack the Ripper zu sein, tatsächlich. Nein. Ja, ja, das hat zu dem ganzen Jack the Ripper-Ding beigetragen sogar. Krass. Hab ich neulich gelernt. Ja, dann, das muss ich mir mal genauer durchlesen. So, ich habe da auch immer ein bisschen was zugelesen, ja. Natürlich auch From Hell von Alan Moore, der hat hinten am Ende auch dran stehen, was er glaubt, wer es sein könnte und wer es aus welchen Gründen nicht gewesen sein könnte. Ja. Aber von dem Schauspieler habe ich tatsächlich noch nie was gelesen. Ja, sehr interessant. So, Die Fliege. Super Film damals mit Vincent Price, der nicht die Fliege war, sondern der ermittelnde Kommissar damals. Ja, ja, aber auch eine sehr, sehr schöne, geile Science-Fiction-Figur. Und die sieht jetzt wirklich auch aus wie Linda Blair. Absolut. Und zwar Exorzist. Ja. Da haben wir die gute Megan und sie sieht schon aus wie die besessene Linda Blair. Sieht super aus, ja. Bombe. Ja. Auch schön für Weihnachten. Ja. So, dann haben wir noch ein paar Reaction-Figuren und zwar für die ganzen Black Metal-Fans unter euch da draußen. Venom, Black Metal, und diesmal haben wir das Maskottchen nicht nur in schwarz, sondern als Glow in the Dark. Geil. Darf eigentlich auf keinem Altar und bei keiner schwarzen Messe fehlen. Ja. Genauso wie der Born of Fire Slayer, Slayer-Maskottchen. Ich habe so ein warmes weihnachtliches Gefühl, wenn du die zeigst. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die braucht, wenn ihr einen ordentlichen Black-Metal-Schrein habt, dann gehören diese Figuren zwingend dazu, sowohl die von Slayer als auch die hier von Venom. Volle Elle. Ohne geht eigentlich gar nicht. So, und dann haben wir noch zwei Thundercats von Reaction. Einmal Mumra und einmal Chitara. Alle waren verknallt in Chitara. Ist das so? Damals, ja, als die Zeit regelte, die war sexy. Ah, so, hier die allerkleinste 6-Inch, wohlgemerkt Maßstab 6-Inch Actionfigur der Welt, meiner Meinung nach. Es ist witzig. Es ist witzig, aber ich frage mich, warum. Also, ich meine, warum Hasbro das gemacht hat. Ist aber auch egal. Alle wollen sie haben. Ja, es ist halt, na gut, wenn du ihn einzeln gekauft hast, dann kannst du das Child dazu kaufen und dann ist gut. Also halte ich die Fresse. Okay, das ist eine gute Idee. Das ist eine unglaubliche Figur. Guck dir diese geile Figur mal an. Marfex, The Dark Knight Returns. Ja, also noch Comic-akkurater geht eigentlich nicht. Finde ich hervorragend. Ja. Da gab es auch eine Version in Blaugrau und das ist jetzt die Schwarzgraue, wobei ich gar nicht weiß, kommt der im Comic auch als Schwarzgrau vor? Ich glaube nur Blaugrau, ne? Ich meine auch, aber jetzt, ich will jetzt auch nicht, es kann sein, dass er in Blaugrau anfängt und dann in Schwarz wechselt. Also von daher halte ich mal die Fresse lieber. Dann haben wir noch mehr von Super 7 Reaction Figuren und zwar einmal hier Pantor und Skeletor. Das ist ganz lustig. Er sieht ein bisschen aus, als wenn Skeletor Schiss hat vor Pantor. Ja, ne? Sieht so ein bisschen als ob er sich gerade eingenässt hat. Zeig mal kurz. Guck das mal an. Ja, ja, absolut. Steht so da, als ob so, oh Scheiße, mein Pantor ist irgendwie nicht gut drauf. Ich mach mir mal die Hose. Geile Figuren. Ganz nebenbei gesagt, wir machen ja keine Videos, wo wir uns irgendwie vor Paletten stellen, wo die ganzen Masters of the Universe Figuren angekommen sind und sagen, guck mal, wie viele wir gekriegt haben. Ja. Wir verschicken sie einfach. Und wir haben letzte Woche wieder zwei Paletten Masters of the Universe Figuren verschickt von Mattel. Mark meinte noch, da werden sich jetzt alle total freuen, dass jetzt die ganzen Masters Figuren rausgegangen sind. Weil wir haben ja nur wieder einen Teil der Figuren bekommen.
Und selbstverständlich, ich glaube, es gab ein oder zwei Postings von Leuten, die sich gefreut haben. Ansonsten haben wir ohne Ende E-Mails gekriegt. Wo denn die restlichen Figuren bleiben, wann sie denn rauskommen. Man hofft und so auf, oh vielen Dank, dass du schon rausgestellt und bekommt so, was, das ist alles! Weil Orko zum Beispiel, der war auch angekündigt, ich glaube sogar erst für März nächsten Jahres und so weiter. Wir haben auch echt langsam die Schnauze voll von Mattel, also kotzt uns einfach nur an. Es ist jetzt so, Januar, Februar kommt der ganze Rest. Und dann kriegt ihr die ganzen Figuren, die euch da noch fehlen, hinterhergeschickt. Wir können es leider nicht ändern, wir haben schon viel dazu gesagt zu dem Thema. Es ist, wie es ist. Es ist ein Drama, es ist... So. Aber jetzt zu besseren, freudigeren Geschichten, und zwar Stanley Kubrick 2001. Geiles Modell. Discovery One. Geiles Modell. Ja. Geiles Schiff auch. Geil. Ja. Geil, geil. So, da haben wir nämlich jetzt alles dazu gesagt, was wir dazu sagen müssen. Mehr muss man nicht sagen. Dann haben wir wieder reingekriegt den guten Sunfire vom Sugarman, aus der Sugarman-Serie. Sunfire ist so beliebt. Ja. Sunfire ist so hot right now. Ja. Den mochten die Leute sehr gerne. Ich mag den auch sehr gerne. Das ist eine schöne Figur. So, und dann hier, da haben wir die kompletten Sets noch nicht da, aber schon mal vorab ein paar einzelne Figuren, und zwar Marvel's Kang. Das ist so brandneu. Die Joe Fixit Wave ist auch ziemlich gut. Bei den Gamerverse-Figuren bin ich jetzt nicht so 100% dabei, aber Kang, endlich Kang. Und Kang, ich freue mich schon, den mal irgendwann auszupacken. Das war einer meiner absoluten Lieblingsschurken damals. Ja, und guck mal, auch der hat das klassische Kostüm. Ne? Das hat sich auch nie geändert, weil das ist das Kostüm. Bombe. Absolut geiler, Bombe. Geiler Charakter. Das ist tragisch. Das ist meine Lieblingsfigur aus der Wave. Na, meine ist Jocasta. Das wollte ich gerade sagen. Oh, scheiße, ist aber meine zweitliebste Figur. Ja, ja. Also meine zweitliebste Figur. Tolle Figur. Jocasta. Toller Charakter, tolle Figur. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, die irgendwann auszupacken. Das ist eine geile Figur, sehe ich jetzt schon. Ja, gut. Und du siehst vor allem, wie brockig Mr. Fixit ist, wenn du den Torso schon siehst. Ja. So. Auf jeden Fall. Das ist übrigens der Gamerverse Mr. Fixit, nicht der Comic Mr. Fixit. Ach, das erkennst du daran, dass er nicht grau ist, der ist grün. Im Comic war er grau. Ja, da haben verschiedene Leute mich auch gefragt, und dumm wie ich bin, habe ich den allen geschrieben, der ist grau. Kennt ihr nicht die Story von Mr. Fixit? Ja, der ist grau, aber Ey, ab bitte, ich habe mal wieder totale Scheiße verzapft, Leute. Nein, pass auf, weißt du, was passieren wird? Hasbro, ich wette mit dir drauf, werden den nochmal in Grau rausbringen mit einer Tommy Gun als Special. Ja, ja. So wie die Venom rausgemacht haben. Den werden sie 100% nochmal in Grau rausbringen, 100%. Ja, 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 gut wäre das. Ja. Und den hier wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, geile weil Figur. Das ist auch ein geiler Charakter, absolut. Der Falke. Ne? Absolut. So. Dann eine Transformer-Figur, die wir euch schon mal vor ein paar Wochen oder letzte oder so gezeigt haben, und zwar Transformer Spoiler Pack, weil damals durfte ja noch nicht sozusagen was für die Fernsehserie gespoilert werden. Deswegen haben sie ihn so eingepackt, aber auf der Seite könnt ihr schon sehen, welcher es ist. Ach komm. Deswegen denkst du so Spoiler Pack, aber packt draußen auf die Verpackung den Charakter drauf, dass jeder weiß, wer es ist. Oh, was ist denn los also, da? Nicht so wahnsinnig Spoiler-Clever-mäßig gemacht, finde ich jetzt. Dann haben wir eine neue Statue von Art Spirits reingekriegt von Godzilla. Man kann ja nie gut genug Godzilla haben, finde ich. Das stimmt, Godzilla ist ein großer Gag. Und hat sich über Jahrzehnte, man muss sich erstmal über Jahrzehnte halten. Ja. Da kann sich mal John Wick und wie sie alle heißen, sollen wir mal sehen, wie das aussieht in 20 Jahren. Jahren, ich meine 1954. Das sind ja schon über 60 Jahre, 65 Jahre her. So, hier haben wir Godzilla 2. Geile Figur. Aus 2019. Geil. Und eine 6-Inch-Figur, die ich euch jetzt nicht auspacken werde, und zwar James Bond, die gute Solitär aus Leben und Sterben lassen. Geil. Das ist so ein großer Karton, weil da ist einmal die Solitär und dann gibt es da noch einen Pack drin, wo so diverser Zusatzkram von ihr drin ist. Dann haben wir eine ganze Menge Beast Kingdom reingekriegt. Geil. Und zwar einmal den Animated Joker, Egg Attack, genau. Hammer. Ach, die Mimik da, Wahnsinn. Dann Carol Danvers, Captain Marvel. Großartige Figur. Schön auch mit dem Flerken, mit den Tentakeln aus dem Mond. Der Kree-Uniform, ne? Haben wir ausgepackt im Cave Talk. Guckt euch den Cave Talk an, da könnt ihr sehr viel mehr über die ganzen Egg Attack Figuren erfahren. Da nehmen wir uns ein bisschen Zeit, ja. Genau. Hier haben wir den guten Iron Man Mark 42. Ja.
Ich komme bei den ganzen Rüstungen. Ich auch nicht, vergiss es. Mit. Vergiss es. Ja. So, hier kann man leider nicht sehen, wer es ist, aber es ist der gute Wolverine. Das ist damals in San Diego exclusive gewesen. Hier ist halt noch ein T-Shirt mit drin. Geil. Die Größe, die wir haben, müsst ihr dann im Webshop gucken. Ich glaube, es war L oder XL, sowas. Geil. Dann haben wir hier den nicht mehr ganz aktuellen, aber den aktuelleren Captain America Infinity mit Bart. War. Ja, genau. Super. Wer hat den Bart mal behalten sollen, der sah gut aus mit Bart. Meine Meinung. Ja gut, er ist ja jetzt eh weg vom Fenster. Ne? Ja gut. So, die hatte ich euch fälschlicherweise eben angekündigt, als ich euch Ronin gezeigt habe. Aber hier ist sie jetzt, die gute Black Widow. Bezaubernd, ganz bezaubernd. Ja, die ist echt niedlich. Och, wie guckt sie so ja, böse. Böse, aber auch so ein bisschen böse. Zweifelböse. Oh, ja, ne? Ja. So, und hier haben wir noch einen Iron Man. Hier haben wir den Mark L. Ich wusste gar nicht, dass L... Ich habe keine Ahnung. Entschuldige, ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Gar nichts. So, und dann gibt es noch die ganzen Special Editions von Beast Kingdom Egg Attack. Da haben wir jetzt die Captain Marvel Egg Attack, eben hatten wir Carol Danvers. Die Augen leuchten, es sieht Bombe aus auf dem Regal. Ach, jetzt mit LED? Ja, es ist wirklich geil. Geil. In der anderen Version auch übrigens. Geil. So, jetzt dann haben wir den Thanos in seiner Rüstung. Auch geil. Verdammt böse. Ich frage mich, wenn da jetzt der Handschuh glitzert hinten drauf. Ich kann mir vorstellen, dass der leuchtet. Aber weil das könnte sein, dass da steht da was. Bestimmt. Steht da nicht direkt drauf. Ja, aber ich nicht, könnte mir vorstellen, dass. Naja, wir wollen jetzt nicht, nicht spekulieren, die, Welt setzen, ne? Ja. Die dann nachher nicht stimmen. Du hast recht. Und dann haben wir hier noch die Special Edition von Doctor Strange. Auch sehr geil, schöne Effekte auch dabei. So, weiter geht's mit dem kleinsten Flipper zu Teenage Mutant Ninja Turtles. Und ihr könnt richtig spielen, ihr könnt richtig Flipper spielen. Ist das geil. Könnt ihr das sehen? Glaube ja. Ist geil, ne? Wahnsinn. Haben wir noch ein paar wenige reinbekommen. Dann Yu-Gi-Oh! Von Figma gibt's eine neue Figur. Den Charakter, ich kann es gerade nicht lesen, kenne ich gerade nicht. Das ist der Hauptcharakter. Also das ist Yu-Gi-Oh! Ich glaube, das ist... Ach, guck an. Wenn nicht, schreibt es uns. So, dann von Beast Kingdom die Mini-Epics. Da haben wir Egon und Peter gekriegt. Peter habe ich eben vergessen einzupacken. Müsst ihr euch denken oder im Webshop gucken. Tut mir leid. Ja. Kann ich euch gerade nicht sagen. Ist aber da. Dann haben wir von Sunstar eine ganz wunderbare Version von DeLorean aus Back to the Future reinbekommen. Mehr Details dazu findet ihr im Webshop. Und von Diamond den Joker Animated. Da haben wir auch den Batman Animated bekommen. Die sind im Moment aber alle wieder weg. Ja, die Leute stehen da drauf. Aber das verstehe ich auch. Und von den Büsten gibt es auch einen neuen Kylo Ren. Das sind alles so Half-Size-Büsten. Hier mit der kaputten Maske. Ja. Richtig. Der nachgeschweißten. Ja, und auch wieder reingekommen der Mandalorian von Kotobukiya. Im Bund, vor der Beskar-Rüstung. Genau, wo er das große Geld gemacht hat. Ja. So, und dann hier, das ist mit die schwerste Figur, die Diamond Gallery rausgebracht hat, und zwar der Hulkbuster. Geil. Das ist eine fette Figur. Ja. Ich liebe den Hulkbuster. So, und jetzt sind wir fast so. Haben wir es fast geschafft. Bis auf eine Sache, Jannis euch jetzt zeigen wird. Oh, das ist geil. Ich habe eben zu Armin schon gesagt, na gut, ich war Zivildienstleistender. Ne? Ich hab Dienst an der Waffe verweigert, aber es gibt Dinge... Es gibt Dinge, da kann man nicht Nein sagen. Und vor allem bei Aliens muss man hart durchgreifen und da braucht man eine Pulse Rifle. Und das liegt unglaublich gut in der Hand. Ich würde damit auch privat durch die Straße gehen. Einfach nur so. Ja, und wenn ihr da übrigens mehr von sehen wollt, du und ein paar Freunde von dir, ihr habt irgendwie so einen schönen Kurzfilm. Ja, guck doch mal bei YouTube unter Ibis des Todes, Lenny und Eggers. Da haben wir, ich habe eine andere Knarre in der Hand, aber wir haben ein bisschen Alien nachgespielt, unter anderem, und ist schön spackig, aber auch lustig.
Aber wenn wir die Knarre gehabt hätten, hätte ich auch die benutzt. Ja. Aber ich habe auch eine ganz gute Wumme. Also okay. Ich kann dir sagen, hier liegt gut in der Hand. Probier mal aus. Ja, muss ich mal. Ja, guck mal. Ja, ich war übrigens bei uns in der Kompanie der Scharfschütze. Ich war der beste Schütze. Siehst du? So viel dazu. Ja, dann ist es ja in den richtigen Händen. Ja. Ja, machen wir das muss so. Muss man sagen. Das ist ganz gut, ne? Gutes Gewicht. Feines Teil, ne? Also, die gibt es auf jeden Fall auch käuflich zu erwerben, dieses wunderbare Teil. Und ihr könnt garantiert damit niemanden totschießen. Keine Tiere und keine Menschen, insofern optimal. Nee. Sind denn Aliens für dich Tiere eigentlich? Würdest du sie als Tiere bezeichnen? Ich würde auch Aliens nicht abknallen. Die echt haben nicht? Auch. Nein. Ja, es sei denn, sie wollen mich auch fressen. Ah, okay, alles klar. Aber nicht zum Sparen. Also du würdest nicht hinreisen und sagen, so, jetzt seid ihr fällig. Nicht, ich würde nicht den Predator machen. Das finde ich gut. Du wärst kein Starship Trooper sozusagen. Auch kein Starship Trooper. Nein. Gut. Nee. Ich auch nicht. Ich bin bei dir. Das unterschreibe ich. Ich würde nicht zum Alien-Planeten fliegen und ich würde nicht Starship-Trooper werden. So sieht's aus. Gut, sind wir uns einig. So sieht's aus. Geil. Ansonsten, wir haben im Moment, das wird sich jetzt wahrscheinlich die ganze Weihnachtszeit hinziehen. Wir konnten zum Beispiel heute, ist DHL aufgefallen, dass es langsam Richtung Weihnachten geht und ein bisschen mehr los ist. Da ist dann plötzlich wieder von 10 bis 1 bei denen der Server zusammengebrochen. Konnten wir keine Paketmarken ausdrucken. Dann hat DHL uns angeschrieben, wir möchten doch bitte in der Weihnachtszeit keine Sonderverkaufsaktionen machen, damit das Paketaufkommen nicht höher ist, wie ernsthaft? Sonst auch schon. Ja, haben sie uns geschrieben. Haben sie so Videos gesehen oder was? Und sie hatten ja so viel zu tun, bla 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 bla. Wie auch immer, wir versuchen alles relativ zeitig rauszuschicken. Schreibt uns jetzt bitte nicht, ich habe im Video gesehen, die und die Figur, wieso ist sie heute noch nicht verschickt worden? Oh nee, aber wir sind dabei, wir werden es heute verschicken, wir verschicken morgen, wir verschicken übermorgen. Ich denke mal bis Ende der Woche, was haben wir heute, Dienstag? Ich denke mal bis Donnerstag. Was ist mit dem Kapitalismus los? Angebot und Nachfrage. Wenn mehr verschickt wird, dann müsst ihr halt bereit sein, mehr zu verschicken. Ich verstehe das nicht. Wollt ihr kein Geld verdienen? Die Welt ist echt kaputt. Ja, das ist es bei DHL ist es jedes Jahr so, dass die immer plötzlich merken, es ist Weihnachtszeit. Das ist ja genauso, dass sie dann zu uns sagen, wir bekommen ja jeden Tag haben wir einen Abholer, der die Pakete abholt, dann bringen wir die nachmittags, was dann nachmittags gepackt wurde, nochmal selber weg. Ich möchte betonen, es sind nicht die Boten, die das Problem sind für mich. Ne? Also arbeiten hart. Das Interessante ist, also da kommt einer mit dem Sprinter und wir machen eigentlich jeden Tag so den halben Sprinter voll, Pi mal Daumen. Und in der Weihnachtszeit wird es halt ein bisschen mehr und dann kommt diese Woche unser DHL-Abholer zu uns und sagt, könnt ihr bitte in Zukunft weniger einliefern, weil ich muss jetzt noch zu zwei anderen Geschäften zusätzlich jeden Tag hinfahren und bei denen auch noch Ware abholen. Mann, ey. Und dann sage ich so, aber wir haben auch jetzt während der Weihnachtszeit immer mehr, aber interessiert nicht. Toll. Und was wir euch auch immer wieder gesagt haben, wir verschicken in der Reihenfolge so, wie bestellt und bezahlt worden ist. Nicht nur wie bestellt worden ist, weil auch ganz viele Leute draußen sind, denen wir dann Rechnungen schicken, wo wir dann nie Geld von sehen. Das ist leider deswegen, auch wahr. Deswegen, wenn eure Sachen da sind, auch immer gerne bezahlen. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns immer gerne E-Mails. Ihr könnt auch immer gerne während der Öffnungszeiten im Laden anrufen. Außerhalb der Öffnungszeiten geht da keiner ran. Die Öffnungszeiten findet ihr überall auf der Website und Facebook und so weiter. Wir versuchen auch immer, alle Social-Media-Anfragen zu beantworten. Im Moment sieht es aber so aus, mehr wie ein- oder zweimal in der Woche kommen wir da nicht zu, weil wir einfach viel zu viel zu tun haben. Gut, ansonsten gehabt euch wohl. Ja. Bleibt gesund vor allen Dingen. Ich hoffe, euch allen geht's gut da draußen. Janis geht's, glaube ich, sehr gut. Ich habe jetzt einen neuen besten Freund. Ja, ich glaube, die kann ich nicht mehr verkaufen. Die ist jetzt schon weg. Die ist hart geliebt. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wahrscheinlich mit dem Comic Toy Hunter. Und schaut auf jeden Fall jeden Tag rein. Wir haben immer ganz tolle 10-19 Sales. Heute Abend auch wieder und die ganze Woche lang. Und eigentlich, ja, so wie es aussieht, wahrscheinlich bis Ende des Jahres. Ja. Jeden Tag neue Angebote im 10-19 Sales. Was, echt? Bis zum Ende des Jahres? Bist du verrückt? Ja, mal gucken, was Corona so sagt. Ja, wir gucken. Oh Gott, ja, hör auf. Vielleicht auch nur im November. Ja, gucken wir mal. Wir schauen. Wir schauen mal. Bis dann. Ciao, tschüss, ciao. Ihr Lieben.